Hey ihr Lieben, ich war live bei Instagram und 20.15 Uhr habe die Nägel cool gemacht. Schaut mal, wie cool sie geworden sind. Müssen noch ein bisschen trocknen. Habe diesen wunderschönen Nagellack benutzt von Essence und diesen coolen Glitzer von Beauty. Und auch diesen Nagellack von Beauty benutzt. Muss man nur zumachen. Ja, Leute. Und habe diesen Balea-Handschaum benutzt. Ist sehr, sehr angenehm und zum Abschminken, Nagellackentferner kann ich euch echt weiterempfehlen. Ihr wisst ja, dass ich hauptsächlich Mode und Schminke hier mache, dass ich Balea-Produkte mit euch teste und hauptsächlich Schminke teste, passend zu meinen Klamotten. Und ich zeige euch mal, das ist heute Abend mein Outfit. Bläser. Ich liebe Bläser. Ich habe viele Bläser. Und ich werde mal ein Video machen mit Bläser und euch die ganzen Bläser zeigen. So, jetzt werde ich euch mal meine ganzen Blush zeigen, die ich habe von Essence. Sowas von schön. Dann habe ich von Manhattan so einen Blush. Und von Essence so einen wunderschönen Blush. Dann geht es weiter. Ich habe so viele Blush von Essence. Auch sehr schön. Der von Catrice. Auch wunderschön. Benutze ich sehr gerne für die Augen. Und hier von Trend. Der ist auch so schön. Leute, schaut mal, wie schön der ist. Richtig, richtig hübsch. Und hier habe ich auch einen wunderschönen Essence. Schaut mal, wie das schön gemacht ist. Und ja. Also es sind Dinge, die ich gekauft habe, um zu testen, und Dinge, wo ich geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich, geht weiter, City Bronze von Maybelline, auch sehr, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich habe mich schon überall probiert, durchprobiert, bin auch sehr zufrieden. Auch den finde ich so schön, der war im Adventskalender von Trend. Auch sowas von schön. Gefällt mir auch sehr gut, der Ton. Gerade im Sommer benutze ich sehr gerne Blush. Der ist auch hübsch. Nun muss ich echt sagen, benutze ich sehr, sehr gerne Blush. Also ich benutze auch alles, was ich habe. Ich glaube, das habe ich doppelt. Könnte sein. Ich benutze auch alles. Der ist auch so schön gemacht als Rose. Wunderschön. Ich krieg's irgendwie nicht auf. Will nicht, wie ich will. Dann so eine schöne Bronze. Also, ich habe wirklich so schöne. Ich muss die wieder alle benutzen. Den habe ich geschenkt gekriegt von einer lieben Freundin. Den habe ich auch geschenkt gekriegt von meinem Mann, seiner Tochter. Auch sehr, sehr schön. Bemerkt, ich bin begeistert. Das ist so ein Lieblingsbronzer, den habe ich jetzt auch wieder benutzt. Und da ist einer kaputt gegangen, leider. Der ist auch sehr schön. Also ihr seht, ich habe wahnsinnig viele Bronzer. Das waren mal so mehrere gewesen. Die habe ich mir alle geholt, weil die mir auch sehr gut gefallen haben. Ich habe den sogar wieder, den ich so gerne im Sommer benutze. Dann habe ich hier einen wunderschönen, auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch einen, benutze ich auch. Also ich muss sagen, ich benutze alles, was ich habe. Dann habe ich hier so einen schönen Bronze mit Spiegel. Schimmert so schön, ich liebe es ja. Das habe ich auch geschenkt bekommen von meinem Mann, seine Tochter. Auch wunderschön mit Spieglein, süß gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal gucken, was ich noch habe. Dann habe ich noch von Catrice, der ist auch schön. Der ähnelt sogar ein bisschen dem anderen, wo ich habe. Ja, ja, das sind so meine Bronze. Da habe ich noch einen, wunderschön. Jetzt werde ich gleich wieder alles da reinmachen. Also ich habe hier noch Bronze. Ist schon ein bisschen wackelig. Dann habe ich noch so ein kleines süßes von Trend als Bronze. Und dann habe ich hier noch so einen Stift. Der ist auch sehr schön.
Ach, muss ich auch mal wieder benutzen. Dann habe ich noch süße Glitzer, die ich auch sehr gerne benutze zum Schminken. Dann habe ich die noch, die sind süß. Habe ich mal geschenkt bekommen, das da. Da habe ich noch so eine Bronze, auch sehr süß. Ja, jetzt sehe ich mal wieder, was ich hier alles habe. Da habe ich noch was von Dior. Und noch für die Lippenpflege. Ja, jetzt kann ich wieder da alles reinmachen. Ne? Das wollte ich euch mal zeigen. Und dann zeige ich euch gleich Bläser. Wahnsinn, die ganze Schublade ist voll. Und jetzt sehe ich aber auch mal, was ich noch habe. Ah, das ist mein erster, das ist mein nächster Bläser. Nächster Bläser. Ich habe viele Bläser, Leute. Ich finde es auch cool, mit einer Jogginghose einen Bläser zu tragen. Finde ich auch mega cool. Der ist noch von meiner Mama. Diese Bläser passen gerade richtig gut auf mein Outfit. Weil ich gerade eigentlich cool heute. Mag ich auch sehr, muss ich auch mal umgehen. Bläser hat mein Schatzi mir geschenkt. Mit Glitzer, weil er weiß, dass ich Glitzer liebe. Auch sehr schön. Und diese Jacke, auch sehr cool. Wie mein Schatzi auch mir geschenkt. Schwarze Glitzer. Richtig cool. Auch sehr schön. Dann habe ich hier noch so ein Kleid. Oder ein Rock, der wird auch jetzt gut dazu passen. Dieser Rock auch cool. Dieser trage ich auch sehr gerne, diesen Lillan. Auch cool. Leute, ein leisen Bläser, der ist auch sehr cool gemacht. Hier, richtig cool. Auch sehr schön. Den lilanen Bläser. Auch sehr schön. Beigen Blitzer. Auch nicht schlecht. Auch cool. Mag ich auch, wenn es nicht so lang geht. Wenn wir nicht so lang sind, finde ich auch. Habe ich noch einen Glitzerbläser. Den zeige ich euch nur so. Da habe ich auch noch ein passendes Kleid dazu. Dann habe ich noch hier diesen Bläser. Ziehe ich gerade an. Der ist auch cool. Ist auch eine coole Farbe. Jetzt sind ja grün, orange und rosa so modern, pink. Morgen wird das dann dieser Bläser sein. Der ist auch so cool gemacht mit den Knöpfen und so. Ganz schön passend dazu mit dieser wunderschönen Bluse, Leute. Das ziehe ich morgen an. Das ist morgen mein nächstes Outfit. Richtig, richtig schön. Und dazu diese coole Hose. Ja, das war mein Bläser. Ich habe so viele Bläser. Ich habe sehr im Sommer wieder dieses Kleidchen anzuziehen. Habe ich mal bei C&A gekauft. Richtig, richtig schön. Da freue ich mich drauf. Da habe ich die passende Tasche dazu. Und wenn ich das anziehe, zeige ich euch das. Ich habe zu jedem passenden Kleid oder Rock oder Bluse einen passenden Bläser dazu.
Freunde und Bekannte der Sonne. Ich habe diese wunderschöne Palette benutzt bei Facebook. Und diese wunderschöne Palette dazu benutzt. Auch so schön. Und dann diesen wunderschönen Lippenstift. Und habe dazu noch einen Lippenstift dazu genommen und gemischt. Richtig, richtig schön. Dann diesen wunderschönen Lipgloss. Ich zeige es euch. Ich wollte jetzt eigentlich draußen Bilder machen. Jetzt fängt das an zu regnen. Und diesen Mascara von Trend. Und benutze zurzeit so gerne diesen Blush von Essence. Und ich werde im nächsten Video euch meine ganzen Blush zeigen, die ich habe. Ein Wunderspiegel. Und wir hatten dann am Wochenende richtig Glück. Wir haben mit den Vermietern gegrillt. Das war richtig schön. Hatten wir schönes Wetter und jetzt ist es am Regnen. Ja, das wollte ich euch zeigen und das habe ich wieder in meine Haare gemacht. Ich liebe es so. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Es kommen noch Bilder dazu für euch. Yeah! Hey ihr Lieben, ich wollte euch einen wunderschönen Wochenstart wünschen. Ich war gerade bei Facebook Live, habe da einen coolen Look geschminkt und diese wunderschöne Palette benutzt. Und wollte euch einen Das ist heute mein Schmuck, die Armbanduhr, meine Ringe. Mein Mann bekommt neue Schuhe. Wow, ich brauche das Gehege. Schöne Orchideen. Fast gebrauchen. Und den hole ich mal. Die hole ich auch mal wieder. Das vermampfen wir. Lecker Stückchen im Rewe geholt. Das vermampfen wir.